Moin Moin und Hallo aus Hamburg-Horn. Vor 6 Monaten hat sich die Bürgerschaft konstituiert. Nach 6 Monaten hat man in der Regel seine Probezeit überstanden. Deswegen wird es mal Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Ich habe mich ganz gut in die Arbeit in der Bürgerschaft eingelebt. Als Sprecher für den Bereich Medien- und Netzpolitik habe ich bereits nach kurzer Zeit einen Antrag zur Medienkompetenzförderung mit auf den Weg gebracht. Ich habe mich gefreut, so schnell einen Beitrag zu diesem wichtigen Thema leisten zu können. Aber auch die Arbeit im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Elbphilharmonie ist eine sehr spannende Aufgabe. Es ist auch immer wieder erstaunlich, was wir hier in detektivischer Kleinstarbeit aus den Akten und den Zeugenbefragungen ans Tageslicht befördern. Ich hoffe, dass wir nicht nur die Dinge aus der Vergangenheit aufklären, sondern auch entscheidende Lehren für die Zukunft aus diesem ganzen Desaster ziehen. Im Verfassungs- und Bezirksausschuss bringe ich meine langjährige Erfahrung als Kommunalpolitiker ein. Hier sind wir gerade dabei, das neue Wahlrecht zu evaluieren. Wir schauen ganz genau, wie die Bürger die Möglichkeiten des neuen Wahlrechts ausgenutzt haben, wo seine Stärken und Schwächen sind und wie es insbesondere dazu kam, dass in einigen Stadtteilen die Wahlbeteiligung extrem niedrig war und die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten kaum genutzt haben. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir ein Wahlrecht haben, was alle Bürgerinnen und Bürger verstehen und gerne anwenden. Aber auch von unseren Wahlversprechen haben wir wichtige Dinge umgesetzt. So wurden zum Beispiel die Kita-Gebühren, die der schwarz-grüne Senat im vergangenen Jahr erhöht haben, nun wieder abgesenkt. Die Hamburger Familien freuen sich seit dem 1.8. über deutlich gesunkene Kita-Gebühren. Mit dem Wegfall der Studiengebühren ab dem Wintersemester 2012, bei voller Kompensation der wegfallenden Einnahmen, haben wir einen großen Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit getan. Mit dem Vertrag für Wohnungsbau zwischen dem Senat und den Bezirken wurde eine wichtige Grundlage gelegt, um dem Ziel, 6.000 Wohnungen zu bauen, deutlich näher zu kommen. Ich bin bei uns vor Ort im Stadtteil für Sie jederzeit ansprechbar. Ich habe im Mai mein Abgeordnetenbüro im Hornerweg 235 eröffnet und biete dienstags und samstags Sprechstunden an und in der Regel alle 14 Tage auch eine öffentliche Veranstaltung zu unterschiedlichen Themen, zu denen ich mir auch gerne mal einen externen Gast einlade. Schauen Sie doch auf meine Webseite, in die Zeitung oder auf die Plakate, welche Themen ich gerade anbiete. Ich würde mich freuen, Sie einmal bei mir im Büro begrüßen zu dürfen, um dann Ihre Anliegen und Wünsche in die Bürgerschaft einbringen zu können.